So, hallo zum letzten Vortrag des letzten Tages des Linux-Tags 2011 hier im Raum Europa 1. Wir haben drei Leute zu Gast von der Berlin. Geht das noch? Ja. Wir haben drei Leute zu Gast hier von Open Moon, von der CBase hier in Berlin. Und jetzt eins der Teams des Google Luna XPRIZE, und sie werden uns einen kleinen Einblick geben, wo das Projekt zurzeit steht. Hallihallo. Ja, hallo, ich bin Alexander Last und heute hier mit Martin Suhr, unser Rover-Experte, und Thomas Weckend, unser Raketenexperte. Wir wollen jetzt mal so einen kleinen Überblick geben. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt hier Interessierte sind, die schon sehr viel über Google Luna XPRIZE wissen irgendwie. Deswegen fangen wir einfach mal an. Unsere Mission ist es, letztendlich einen 3D-Film auf dem Mond zu drehen. Das heißt, wir müssen schaffen, einen Rover auf die Mondoberfläche zu bringen, den dort fahren zu lassen, 3D-Aufnahmen zu machen und das Ganze dann wieder zurück zur Erde zu schicken. Das ist dann der erste Film vom Mond seit 29 Jahren. Was wir hier sehen, ist von Apollo 17 gemacht, also das letzte Mal, dass der Mond beflogen wurde, bemannt, und dort Aufnahmen gemacht worden sind. Was wir dazu brauchen, selbstverständlich, als allererstes ist ein Transportmittel, um dahin zu kommen, natürlich eine Rakete. Wenn wir überlegen, okay, Raketen gibt es ja nun auch nicht überall, aber eine Rakete braucht man immer, um erstmal einen Orbit zu erreichen. Das heißt also, eine Rakete führt uns von der Erde weg in einen erdnahen Orbit. So, das müssen wir hinkriegen. Das heißt, wir können uns jetzt eine Rakete kaufen. Es gibt eine ganze Menge natürlich an Markt, den russischen Raketenmarkt, und gibt jetzt neue. SpaceX ist eine Firma, die wurde von dem PayPal-Gründer Elon Musk gegründet, und die haben jetzt das geschafft, für 9 bis 10 Millionen kann man da eine Rakete sich kaufen. Das kann man, ist das jetzt privat, kann jeder. Da könnt also auch ihr hingehen und euch echt eine Rakete kaufen. Das ging vorher noch nicht, erst nach dem Paradigmenwechsel in der amerikanischen Weltraumfahrt, dass Amerika jetzt nicht mehr im Auftrag von Boeing oder sonst so Lockheed und so weiter sich große Raketen bauen lässt, sondern diese Sorten von Raketen sind ein bisschen kleiner. Wir brauchen ja auch nicht so viel Nutzlast wie jetzt irgendwie andere Satellitenmissionen oder andere Heavy Carrier. Oder wir bauen das selber. Ja, man kann sich auch selber eine Rakete bauen. Das ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Die Kopenhagen Suborbitals haben das vorgemacht. Die haben also für 50.000 aus dem Baumarkt eine Rakete gekauft. Die sind letztes Jahr, haben sie ihren ersten Startversuch gehabt, da sind sie leider gescheitert. Da ist irgendwie irgendein Kühlaggregat ausgefallen und hat eine Korkplatte irgendwie entzündet. Sie sind jetzt wieder dabei. Wann war das? In 6 oder 7 Tagen versuchen die ihren nächsten Start. Oder den Jungfernflug sowieso erstmal. Es gibt noch ein anderes System, wie man sozusagen die Erde verlassen kann. Das ist das Rockoon mit Ballon und Rakete. Hier sehen wir ARCA, das ist ein Mitwettbewerber aus Rumänien. Die sind also, die arbeiten mit der Marine zusammen. Da geht es darum, die Nutzlast erstmal 30, 40 Kilometer hoch zu bekommen, also sozusagen aus der dicken Atmosphäre raus, und dann erst die Rakete zu starten. Dann braucht man halt sehr viel weniger Treibstoff, das Ganze wird sehr viel billiger. Das sind zwei Konzepte, also zusammen einmal das Konzept, ich drücke auf den Startknopf, dann fliegt die Rakete los. Das ist natürlich alles sehr kontrolliert. Hier bei der Ballon-Variante hat man natürlich nicht so die Kontrolle. Das heißt, nachher muss dann... Was? Gute Frage, wie die das machen. Also es ist so, dass das gesamte
Investitionsvolumen, was man selber als Team hat, davon dürfen nur 10% von staatlicher Seite kommen. Wie das jetzt mit der Marine abgerechnet wird, keine Ahnung. Die werden da sicherlich schon was drehen. Und wenn da irgendwie eine Privatfirma gegründet wird, die das dann abwickelt oder so. Könnte mir gut vorstellen. Tja, wenn wir dann sozusagen auf dem Weg sind, brauchen wir einen Lander. Und zwar, wir müssen jetzt dann erstmal den Erdorbit verlassen und dann in ein Translunar Injection, nennt sich dann das Manöver, dann also sozusagen zum Mond fliegen. Dazu braucht es dann nochmal eine zweite Raketenstufe, um dann in einen Mondorbit einzuschwenken, was man hier unter 7 sieht, und dann zu landen. Da braucht man dann natürlich eine Landeeinheit. Nochmal ein Beispiel, was an Möglichkeiten von Landeszenarien gibt, ist das Hard Landing. Das funktioniert natürlich hervorragend auf Planeten, die noch ein bisschen Atmosphäre haben, deswegen auf dem Mars. Man sieht hier also sozusagen den Fallschirm, dann wird nochmal etwas Gas sozusagen beim Eintritt als Gegendruck ausgestoßen und natürlich das, was landen soll, ist in Airbags verpackt. Sozusagen drei unterschiedliche Methoden. Viel besser ist natürlich das Soft Landing. Dazu braucht man dann natürlich aber auch wieder ein eigenes steuerbares Landemodul. Da muss auch Energie, also für die Düsen, der Treibstoff und so weiter, das muss alles mitgenommen werden. Das ist alles ziemlich schwer, kostet Geld, macht die Mission dadurch natürlich auch noch teurer. So, jetzt sind wir so weit, dass wir gelandet sind. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Rover, der die Wettbewerbsaufgaben dann abfährt.